Willkommen zurück zu Hot Wheels Unleashed und zum großen Pack-Opening. Warum? Ich habe mir jetzt endlich den DLC geholt. Was heißt endlich? Gibt es ja gar nicht so lange. DLC sage ich schon, Season Pass. Also diesen, ja, diese DC Super Villain Season. Ich glaube, so ganz genau heißt es. Tode hat sich mir darüber aufgeregt. Der hat sich das Spiel jetzt auch geholt. Hat sich aufgeregt, dass ich es mal falsch benannt habe. Der eine nennt es Battle Pass, der andere nennt es Season Pass. Ich sage, glaube ich, immer Season Pass. Und er sagt halt eben, Battle Season oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas mit Season halt, ne? Ja, ich hab's mir gegönnt und deswegen haben wir jetzt auch ganz viel Kohle gekriegt und deswegen konnte ich mir jetzt sage und schreibe 15 Kisten holen. Das heißt, wir starten den Part heute mit 15 Kisten und wenn da jetzt nicht endlich mal ein vernünftiger, legendärer Gegenstand drin ist oder halt ein legendäres Kart, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, bei 15, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt riesig. Es gibt sogar mega legendär, ne? Also dieses absolut krasse Ding, das haben wir ja noch nie gehabt. Würde ich mir auch mal wünschen, dass mal was kommt. Jetzt öffnen wir mal eins und gucken es uns an. Es ist gewöhnlich. Ich glaube, den kennen wir schon, oder? Den Roger Dodger? Oder habe ich den schon irgendwo nochmal gesehen? Der sieht eigentlich ganz stylisch aus, tatsächlich, finde ich. Die 8 gefällt mir. Ich glaube aber, den hatten wir schon mal, ne? Nee, nicht da. Ich muss immer wieder unten draufklicken. Aber gewöhnlich ist nicht gut für uns. Wir brauchen sehr, sehr toll. Ja, den Street Creeper, den kennen wir auch schon. Ja, und heute möchte ich euch mit euch über die Tatsache reden, was ihr davon haltet. Von der Season Pass Geschichte und so weiter und so fort. Ich habe nämlich mit Leuten darüber geschwatzt. Und da möchte ich mit euch natürlich drüber sprechen. Was ich jetzt so rausgefunden habe, ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob es gewöhnlich ist. Wir kriegen immer die gleichen gewöhnlichen Autos. Aber die Spannung ist trotzdem da. Natürlich könnte ich jetzt auch hingehen und mir die Autos auch so kaufen, wenn sie halt im Angebot sind. Aber da hätten wir ihn schon wieder. Aber meine Güte. Die Spannung ist halt einfach da. Guck hier. Da. Wie spannend war das jetzt, diesem Auto zuzugucken? Ich gehe da gar nicht drauf ein. Wir wollen heute Rennen fahren, ne? Ich gehe gar nicht drauf ein, dass ich immer wieder die gleiche Scheiße krieg. Komm, jetzt. Gut, das hatten wir noch. Das sieht wenigstens ein bisschen stylisch aus. Das sieht aus, als ob ein Hippie sein eigenes Tuning-Lager aufgemacht hat. Surf and Turf. Ja. Den würde ich auch gerne mal testen, tatsächlich. Also, mit dem würde ich gerne rumfahren. Mann, ey, ich habe echt kein Glück. Noch 6 Kisten übrig. Bei den letzten 3 müssen wir... Oh, selten! Was ist das denn? Ih, Boomcar! Damit kann ich mich damit ins Ziel schleudern? So kurz, bevor ich dann merke, ah, Mist, das Ziel ist gleich da, das Rennen ist gleich vorbei, aber es sind noch 2 Leute vor mir, dann schieße ich mich als Fahrer einfach nach vorne und dann fertig. Fände ich super. Fände ich ganz, ganz toll. Gewöhnlich. Ja, der Fiat 500, ne? So, komm. Die letzten 3, da müssen wir richtig, richtig Daumen drücken. Ich meine, selten ist ja schon gut, aber extrem selten wäre natürlich schon noch besser. So, jetzt hier. Da! Der Ford Mustang GT. Ist ein gutes Auto, aber komm, 2 noch. Was Legendäres, bitte. Ah, nicht du schon wieder. Komm, letzte Chance. Ah. Nein, der Fiat 500 ist das Finale. Scheiße. Mist. Das geht so nicht. Ja. Mist. So, worüber möchte ich mit euch heute noch reden? Nachdem ich jetzt gefailt habe, was die Autos angeht, leider ist jetzt kein gutes... Es ist wenigstens ein seltenes dabei rauskommt. Das können wir gleich mal testen. Ja, die täglichen Herausforderungen finde ich eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, weil sie überhaupt nicht anspruchsvoll sind bis jetzt. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ich habe gestern die täglichen Herausforderungen gemacht, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Da hatte ich noch ein paar Stunden Zeit, die zu machen und habe sie gestern eben gemacht. Und tatsächlich habe ich nur ein einziges Rennen gemacht. Hier, wenn ich in den Mehrspieler gehe. Schnelles Match. Und, nee, hä? Ups.
Nein, das war ein Fehler. Entschuldigung. Oh Gott, nein. Das ist online. Ich trottel. Mann, was ist los mit mir? Nee, ich habe vorhin online gespielt. Deswegen hatte ich jetzt noch so alles im Kopf. Jetzt wieder alles auf online. Nein, eben. Ihr sollt nicht online spielen. Das ist genau der Punkt. Ihr müsst nicht online spielen. Und das ist ja eigentlich ganz gut, oder? Die Frage ist halt eben, wenn ihr online spielt, gegen wen tretet ihr an? Wenn das krasse Leute sind oder so und ihr wollt halt eben was reißen oder so, dann wird es halt echt schwierig. Ja, wird es halt echt schwierig, die Punkte zu bekommen. Das ist halt echt beschissen. Und deswegen müsst ihr hier eigentlich nur auf nee, das ist... Warte mal, was ist heute mit mir los? Ich finde den Weg nicht mehr. Was ist los mit mir? Ich finde den Weg nicht mehr zum Keller. Zum Keller, also zum hier, eine Garage und sowas. Der Keller ist es nicht. Glaube ich, oder? Toffi, wie er leibt und lebt. Und was habt ihr sonst noch so vor, außer warten? Muss immer fairerweise dazu sagen, dass die Wartezeiten hier bei der Switch-Version, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber schon manchmal ziemlich lange gehen, gerade was den Keller angeht. Finde ich ein bisschen beknackt. Aber gut. So, hier schnelle Modi. Genau, hier, schnelles Rennen. Hier oben, ihr müsst oben in die Leiste R drücken. Schnelle Modi und dann schnelles Rennen. Genau, dann sucht ihr euch ein Auto aus. Wir gehen jetzt mal auf das Neue, was wir uns geholt haben hier. Was wir gezogen haben. Wo ist er denn? Da. Der Boomcar. Selten. Und dann gehen wir hier auf Keller. Genau. So. Denn das ist ja eine Quest. Also zum Beispiel Keller oder Skatepark oder Campus oder Werkstatt. Letztes Mal war es Werkstatt. Wir gehen jetzt hier auf Keller. Und dann gucken wir uns mal dieses Rennen an. So. Und das sind die Methoden, wie ihr die Punkte bekommen könnt. Also ihr geht einfach in schnelles Spiel sozusagen und macht das Ganze offline. Ja, ich habe mit Toda und mit Brownie gesprochen über das ganze Thema. Die haben sich das Spiel nämlich genau deswegen jetzt geholt. Die Marketingstrategie von Hot Wheels Entwicklern und diesem Spielentwicklern hier hat offensichtlich gut funktioniert. Durch den Season Pass, der ja zeitlich begrenzt ist, bis zum Mitte Januar habt ihr Zeit, euch den Season Pass zu holen. Und Moment, ich muss einen perfekten Start hinlegen. Ja, ich glaube, das war ein perfekter Start, ja. Bis Mitte Januar habt ihr Zeit, euch den Season Pass abzuarbeiten sozusagen. Also holen natürlich, klar, und dann eben auch abarbeiten, ist ganz klar. Und dann habt ihr halt eben das Zeug, was da halt drin ist. Es kann sein, dass es halt nie wiederkommt. Und das ist halt eben die Gefahr. Das ist so Fortnite-like, ihr kennt es, ne? Fortnite ist auch so, jede Season, die man eben mitmachen kann bei Fortnite, verschwinden die Items. Und ich zum Beispiel habe auch noch, als ich Fortnite gespielt habe, da habe ich immer noch Skins von Season 2. Also die allererste Season, bei der man wirklich was bekommen konnte. Season 1 war nämlich gar nicht mit Battle Pass, da gab es irgendwas, aber halt auf jeden Fall keinen Battle Pass. Und ich habe tatsächlich in meinem Fortnite-Account, der immer noch existiert, habe ich tatsächlich sogar noch Skins von Season 2. Und das ist extrem krass, wenn man bedenkt, dass die halt einfach bis jetzt nicht wiedergekommen sind. Und in der Hinsicht hat Hot Wheels das Gleiche jetzt getan. Kauft euch das Spiel jetzt, wenn ihr diese Inhalte halt haben wollt, ne? Weil diese Inhalte sind nur noch bis... Ach du Scheiße, das war jetzt ein Boost, den ich echt scheiße genutzt habe. Das sind halt Inhalte, die wieder verschwinden. Wahrscheinlich, vermutlich. Was allerdings jetzt rausgekommen ist, was mir die anderen beiden mir auch bestätigt haben, man kann jetzt den Vorbestellerbonus, den man ganz am Anfang nur als Vorbesteller bekommen hat, den kann man sich jetzt dann kaufen. Also da hat man doch die Chance, das dann irgendwie doch noch zu bekommen, offensichtlich. Und ja, das ist ja dann wieder ein Zeichen dafür, dass es vielleicht eventuell die Sachen später zu kaufen gibt. Aber erfahrungsgemäß sind Battle Pass natürlich dann eigentlich etwas günstiger in der Gesamtsumme, ne? Also wenn ihr solchen Battle Pass kauft oder so, dann sind die normalerweise ziemlich günstig. Kosten ja in diesem Falle auch nur, was habe ich gesagt, irgendwie 6 oder sowas Euro. 6, 7 Euro. Jetzt fahre ich mir das zusammen hier, ne? Richtig beschissen. 6, 7 Euro kosten die nur. Und dann kriegt ihr irgendwie 5 Cards da drin. Und das finde ich ziemlich human tatsächlich. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, ist in Ordnung. Wenn einem das natürlich zusagt, was man hier bekommt, ne? Ist ganz klar. Gut.
So, wir gucken uns an, wie schnell das funktioniert hat. Ihr seht, hier kriegen wir jetzt die Bonuspunkte. Und hier, also, schließe ein Rennen auf einer Rennstrecke ab. In diesem Falle zählen die Kellerstrecken offensichtlich nicht dazu. Schließe drei Kellerrennen ab. Natürlich hat das jetzt gezählt, weil eins davon habe ich jetzt. Und lege 5 perfekte Starts hin. Einen davon habe ich auch gekriegt. Also ihr seht, es geht eigentlich ziemlich easy. Da braucht man nicht viel machen. Gestern war es noch easier. Da hatte ich wirklich 2 dieser Herausforderungen mit einem Rennen abgehandelt. Da war es noch einfacher. So, aber wir wollen natürlich nicht nur mit solchen Sachen weitermachen. Ich möchte auch gerne mal den City Rumble weitermachen. Denn wir haben da ja noch ein bisschen was vor uns. Schaff es aufs Treppchen. Wie wär's? Soll ich mit dem nochmal... Ich fand ihn jetzt, um ein Fazit zu ziehen, ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Der hatte jetzt nicht unbedingt gerade Handling, Beschleunigung und Geschwindigkeit sind ja nicht wirklich gut, sind ja nur im Mittelmaß. Handling ist sogar ganz beschissen. Tatsächlich hatte der aber viel Boost und so schlecht war der gar nicht. Ich kam mit dem eigentlich ganz gut klar. Aber wir haben ja noch mehr gekriegt. Zum Beispiel den hier. Den Deathstroke. Den bekommt man im Battle Pass, der ja nicht so heißt. Und den testen wir jetzt mal. Der hat noch viel schlechtere Geschwindigkeit und noch viel schlechteres Handling. Ah ne, gleiches Handling, aber auch schlechtere Beschleunigung. Mal schauen, wie ich mit dem klarkomme. Vor allen Dingen, wenn ich erster Platz werden muss, ne? Ja, ich weiß nicht ganz genau, ob es von den Hot Wheels Unleashed machen wirklich so gedacht war, dass hier Season-Pässe kommen. Ich persönlich habe irgendwie das Gefühl, und damit habe ich auch mit den anderen beiden gesprochen gestern, dieses Spiel ist total unsupported worden, was Marketingstrategien angeht. Man hat es einfach nicht auf dem Schirm. Dieses Spiel ist nicht so wie bei anderen Spielen, wie bei Rocket League, Fortnite, Overwatch, wo es halt immer so wieder Aktionen gibt, die zeitlich begrenzt sind oder so. Da gibt es halt eben immer so aussagekräftige Trailer oder sonst irgendwelche Marketingmaßnahmen. Moment, ich muss einen perfekten Start hinlegen. Ich weiß nicht, ob der perfekt war. Aber da gibt's... Ich hätte gar nicht bremsen... Okay, das war sehr, sehr gut. Ich habe Angst gehabt, dass ich runterfahre. Deswegen habe ich vorsorglich schon mal gerespawnt. Mal gucken, ob ich trotzdem hinkriege. Marketingtechnisch gibt's hier einfach zu wenig. Das Spiel wird nicht groß angepriesen. Und das ist ein bisschen schade... Weil eigentlich sind wir uns alle einig, also mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, dieses Spiel ist extrem gut geworden. Es macht extrem viel Spaß und jetzt mit dem Season Pass nochmal mehr Grund ist, regelmäßig zu spielen, weil ja tägliche Herausforderungen dazu kommen. Und ich kann nicht durchgehen. Ja, hallo, jetzt... Ich konnte nicht mehr raus. Normalerweise hätte ich bremsen müssen, aber gut, das ist Toffi, der bremst nicht. Der fährt einfach immer stur drauf los. So, hier ein bisschen Boost holen. Ja, genau. Sehr gut. Ja, vielleicht finden wir ja langsam wieder rein. Ich gehe mal nach rechts da lang. Aber dieses Auto fährt sich nicht gut. Ganz ehrlich, ich mag es nicht. Es ist sehr klobig. Die Strecke ist ja auch sehr, sehr drehmomentlastig. Sehr driftlastig. Das ist für dieses Auto vielleicht nicht geeignet. Toda mag zum Beispiel am liebsten das Superman-Auto. Mit dem komme ich aber auch nicht klar. So, jetzt fahren wir mal da links lang, oder? Und... Alter, ich komme mit dem Auto nicht klar. Und die anderen beiden haben übrigens auch nochmal bestätigt, das, was ich euch schon die ganze Zeit gesagt habe. Wechselt nicht ständig die Autos aus, so wie ich es mache. Es ist totaler Schwachsinn. Ihr seht, was hierbei rauskommt. Ihr habt was zu lachen, das ist schön. Aber ich habe hier die ganze Krätze am Hals, weil ich einfach nicht fahren kann mit den Autos. Ich wechsle immer wieder das Auto. Wenn ich den Riprod, den ich privat sehr, sehr oft fahre, wenn ich den viel öfter nehme, dann sieht das auch deutlich besser aus. Ich kann euch ja sonst was erzählen. Ihr müsst mir ja jetzt nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Mit dem Riprod komme ich einfach besser klar. So, ihr links, genau. Wir wollen beide Strecken mal gesehen haben. Ja, gut, ist nicht wirklich spektakulär. Das Ganze in Blau anstatt in Roh. Ah! So. Okay. Jetzt letzte Runde, ne? Nee, immer noch nicht. Ja. Bei dem habe ich das Gefühl, man muss halt ziemlich in der Mitte bleiben und dann driften.
Also ihr braucht gar nicht so hart in die Kurven gehen oder so, wie es bei anderen Autos der Fall ist. Gerade bei den schnelleren Autos. Da ist es wirklich extrem. Bei dem hier eigentlich gar nicht. Ja, da fallt ihr halt einfach eventuell mal um. Dieses Auto darf ja eigentlich gar nicht gewinnen, oder? Es gehört ja zu den Bösen. Das ist ja Supervillains von DC. Wenn die so fahren würden wie ich, dann würden die Superhelden auch viel weniger Arbeit haben, die zu fangen. Ich zeig den Bösewichten, wie es geht. Wie man hier vernünftig sich fangen lässt. Tommy labert nur Scheiße. Apropos, ich habe jetzt den neuen, wenn wir schon bei von Superhelden haben, kann ich sagen, ich habe jetzt endlich den Ding gesehen, bei auf Disney Plus, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ne? Die Legende der 10 Ringe oder sowas. Ich fand ihn echt super, tatsächlich. Er war mal was anderes, war deutlich Fantasy-lastiger als die anderen Teile. Hat irgendwie nicht so wirklich was von Superheld gehabt. Sind aber auch die Anfänge von Shang-Chi. Gerade am Ende merkt man dann, ich will nicht spoilern, aber gerade am Ende des Films merkt man, dass das halt eben dass es halt sich ins Universum der Marvel-Filme halt wieder einreiht. Ich sag nicht wie, sonst wäre ja gespoilert, aber es ist auf jeden Fall, merkt man, dass da noch was kommt. Dass Shang-Chi jetzt nicht der einzige Film ist zu diesem Helden, der dann eventuell irgendwann mal eine größere Rolle verkörpert. Ne? Und ich fand ihn ganz cool. Ich wusste ganz am Anfang nicht, was ich davon halten sollte, von diesem Shang-Chi-Dings da. Weil es halt wieder was Neues gewesen ist. Es ist komplett neu und es kann sich auch in den Sand setzen. Ich finde zum Beispiel Ant-Man, die Filme finde ich bis jetzt immer noch am schlechtesten von der gesamten Reihe. Weil war da halt irgendwie nichts Besonderes, ne? Ja, aber ich war mit dem Film, also kann ich empfehlen. Den Film kann ich tatsächlich empfehlen. So, und das war's auch für heute. Kleines Fazit zu diesem Auto. Also ich muss sagen, das gefällt mir jetzt nicht so. Vielleicht mit Strecken, wo es darum geht, irgendwie, ja, vielleicht Online-Rennen oder sowas, wo du alle Leute wegbashen willst oder sowas. Da würde ich am ehesten noch dieses Auto empfehlen. Aber bei normalen Rennstrecken mit vielen Kurven finde ich dieses Auto jetzt als zu klobig. Ist meine Meinung. Kann natürlich jeder davon halten, was er will, aber das ist meine Meinung dazu. Das war's aber für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, denkt bitte an die positive Bewertung und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.